bei Nerd für Medizin. Zu meiner Seite wieder die mittlerweile euch bekannte Silja Wurm, Notfallsanitäterin aus dem wunderschönen Nürnberg. Wir haben hier am Drehort auch noch eine Fliege zu Gast. Wenn die durchs Bild fliegt, meinte Silja, dann ist es doch authentisch. Seid also nicht verwirrt und glaubt nicht, dass die hygienischen Zustände in meinem Zuhause nicht passen. Wie auch immer. Es soll nicht darum gehen, sondern um die Neugeborenenversorgung. Und wir haben in Teil 1 schon so ein bisschen von Silja gehört, wie wir uns ideal so einen Neugeborenenversorgungsplatz vorbereiten. Wenn ihr es nicht gesehen habt, unbedingt das Video anschauen. Silja, jetzt gehen wir mal von dem schlimmsten Fall aus. Man kommt zur Hausgeburt mit dazu, ungeplant. Das Kind kommt raus und jetzt ist es schlaff und sieht schlecht aus. Wie gehe ich da vor? Das Wichtigste hast du eigentlich schon gesagt, es sieht schlecht aus. Wir brauchen jetzt keine wilden Beurteilungsschemen, um das Kind auf den ersten Blick einschätzen zu können, ob das ein vitales Neugeborenes ist, was jetzt kräftig schreit und alle freuen sich und alle sind erleichtert. Wir brauchen eigentlich nur diesen einen Blick, der beurteilt, atmet das Kind, respektive schreit, das wäre so der Idealfall. Ist das Kind vom Muskeltonus ordentlich angespannt, beugt es die Extremitäten oder ist es schlapp, das wäre eher das schlechte Zeichen. Und wie ist das Hautkolorit? Rosig im Idealfall, die Akren dürfen noch so ein bisschen bläulich sein, das ist kein Problem, aber ist es so im Grundhautkolorit rosig oder ist es da eher blass, bläulich? Wir haben an unserem Versorgungsplatz ja schon mal so die wichtigsten Materialien bereitgelegt. Wir hören mal aufs Herz, das ist einfach deutlich besser festzustellen, wie die Herzfrequenz ist, als so an der Nabelschnur. Da spürt man vielleicht doch nochmal den eigenen Puls oder nimmt nicht richtig was wahr. Das hat einfach viele Fehlerquellen, deswegen lieber mit dem Stethoskop kurz auskultieren und einschätzen. Ist die Herzfrequenz zu niedrig oder zu hoch? Da müssen wir jetzt keine Auszählung über mehrere Minuten machen, sondern einschätzen, weniger als 60, ganz schlecht, weniger als 100, auch noch nicht ideal. Über 100, ganz gutes Zeichen. Das wäre so die erste Einschätzung, die wir dann mal vornehmen bei diesem Kind. So, ehrlich gesagt, aus meinem Bauchgefühl war immer, ich habe mir immer gemerkt, wenn das Herz ziemlich schnell ist, dann passt alles. Und langsam oder so wie meine Herzfrequenz ist extrem schlecht. Genau. Und meine Herzfrequenz ist tatsächlich bei so einem Einsatz vermutlich auch über 100. Also na, egal, anderes Thema. Herzfrequenz, ganz wichtig zur Beurteilung. Ganz wichtiger Marker, genau. Trotzdem, selbst wenn das Kind am Anfang jetzt vielleicht erstmal schlapp erschienen ist und wie du sagst, schlecht aussah, erstmal können wir uns kurz die Zeit nehmen, dieses Kind abzutrocknen. Manche Kinder brauchen auch einfach nochmal so einen kleinen Stimulus, müssen irgendwie nochmal mitgeteilt kriegen, dass sie jetzt auf der Welt sind und jetzt selber schnaufen müssen. Also das Abtrocknen, das muss jetzt kein exzessives Rubbeln sein, aber das ordentlich Abtrocknen, das kann so ein Kind schon mal stimulieren und das darf auch mal naja, eine halbe Minute dauern. Also da kann man sich schon Zeit nehmen, das Kind ordentlich zu stimulieren durch das Abtrocknen. Genau, das wäre so der allererste Schritt. Dann wäre mir zum Thema Wärme halt ganz wichtig, das erste Handtuch, mit dem wir abgetrocknet haben, was jetzt nass ist, gleich erstmal unter dem Kind herausziehen und es in ein trockenes neues Handtuch wickeln, weil sonst verbauen wir uns oder erschweren wir uns alle weiteren Wege. Wenn wir es jetzt abgetrocknet haben und damit ja auch so ein bisschen stimuliert und wir stellen immer noch fest, Muskeltonus eher schlaff, Atmung hat noch keine eingesetzt, Herzfrequenz, haben wir vorhin schon gesagt, auskultatorisch definitiv zu niedrig, dann sind wir jetzt mit unserem weiteren Material gefragt. Und zwar ist unser nächstes Hilfsmittel der Beatmungsbeutel, den wir zur Hilfe nehmen. Erstmal natürlich beim Kind recht wichtig, dass wir uns da die Grundumstände quasi idealer machen. Das heißt, dass wir das große Hinterhaupt eines neugeborenen Kindes gut ausgleichen. Und das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, diese Schnüffelposition erstellen. So eine kleine Rolle von 2-3 cm mit Handtüchern, Büchern, was auch immer ihr zur Hand habt, unter die Schultern bauen, dass quasi die Nase der höchste Punkt ist und das Kind in dieser Schnüffelposition ist, um die Atemwege freizukriegen. Und dann, wenn wir die Beatmungsmaske, da unbedingt auf die richtige Größe achten, dass wir jetzt nichts zudrücken, aber vor allem auch nicht auf die Augen gehen und da vielleicht noch einen Vagusreiz auslösen, das ist jetzt auch nicht ideal, oder dass wir die Nase zudrücken, also richtige Größe auswählen, die Maske aufsetzen. Und ganz wichtig, wenn wir unter das Kinn greifen,
so ein kindlicher Kopf ist logischerweise einfach relativ klein und alles nah beieinander, dass wir nicht mit den Fingern in die Weichteile unten lang und uns dann unseren vorher schön freigemachten Atemweg wieder verlegen. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor einigen Jahren mittlerweile meine ersten Rettungsdienstausbildungen besucht habe, da hieß es, Neugeborene immer absaugen. Immer, 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 ganz egal, ob es schreit oder nicht, man saugt da rein. Wie siehst du das? Macht man das so? Wird jetzt tatsächlich nicht mehr empfohlen, einfach weil es bei einem vitalen Neugeborenen eher die Spontanatmung stören könnte, jetzt da im Rachen rumzusaugen. Und wenn man vielleicht relativ unsanft hinten an die Rachenhinterwand gerät, sogar einen Vagusreiz und dann eine Bradykardie ganz anderer Genese auslösen könnte. Deswegen, wenn es schreit und vital ist, alles gut. Und auch so, wenn mir jetzt der Mundraum nicht wahnsinnig verschmiert von Mekonium oder Fruchtwasser oder Blut oder Schleim, was auch immer da alles so im Spiel sein kann, aussieht, dann muss auch nicht abgesaugt werden. Tatsächlich nur, wenn das wirklich deutlich verunreinigt ist, dann absaugen, da die von uns bereitgestellte elektrische Absaugpumpe eben mit einem niedrigen Sog verwenden, das ist kein Problem, und trotzdem darauf achten, nicht zu tief einzuführen. Das wäre wichtig. Aber generell muss nicht jedes Neugeborene abgesaugt werden, sondern wirklich nur bei einer deutlichen Verlegung der Atemwege. Und dann geht es an die Blähmanöver. Und das ist eigentlich so, ja, der Kernpunkt in dieser neugeborenen Reanimation, die zu dem Zeitpunkt eigentlich erstmal nur noch eine Hilfestellung ist, würde ich lieber sagen. Bei Reanimation denkt man irgendwie so, dieses Drücken. Wobei ja die Blähmanöver, also Luft rein, Luft raus, ist ja genau das, was das Kind eigentlich braucht und lernen muss in den Sekunden, ne? Oder Minuten. Ganz genau. Da ist jetzt genau der Zeitpunkt gekommen, in dem die Lunge von einem flüssigkeitsgefüllten Organ eigentlich zu einem luftgefüllten werden sollte. Normalerweise passiert es durchs erste Einatmen und durch die ersten Atemzüge. Aber wenn es mal nicht klappt, dann müssen wir da eben Hilfestellung geben. Also wollen wir die Blähmanöver ausführen. Und zwar sind das ein bisschen modifizierte Beatmungen, würde ich mal sagen. Also so ein Blähmanöver sollte eine prolongierte Beatmung, das heißt, die Beatmung geht ein bisschen länger, über 2, 3 Sekunden drücken wir quasi diesen Beutel zusammen. Kann man auch schön zählen. 1, 2, 3, 2, 2, 3, dass man auch die 5 zusammenkriegt. Wird diese Manöver eben durchführen. Ganz wichtig, da muss sich der Brustkorb auch echt heben. Das muss man richtig beobachten können. Wenn der sich nicht hebt, dann zählt es auch nicht als vernünftiges Blähmanöver. Das ist ganz wichtig. Okay, das heißt nicht einfach nur kurz zusammen und vor allen Dingen wahrscheinlich darauf achten, dass die Maske richtig dicht sitzt, ne? Sonst pustet man irgendwo vorbei und das Kind hat später eine Föhnfrisur, aber keinen Luft in der Lunge. Genau, also das ist die allerwichtigste Message, dass wirklich die Lunge vernünftig mit Luft gebläht wird. Luft, auch ganz wichtiger Punkt. Zu dem Zeitpunkt muss noch kein Sauerstoff angeschlossen sein. Da geht es rein um die Raumluft, die die Lunge aufblähen soll und die quasi das übernimmt, was das Kind sonst mit dem ersten Atemzug übernehmen sollte. Okay, jetzt wir haben ja auch schon im ersten Video darüber gesprochen, dass man die Sättigung anschließt. Jetzt schließe ich die Sättigung an und sehe da 60. Ne? Was dann Intubation vorbereiten und Ketamin spritzen oder wie schätzt du die Situation ein? Wie sieht das aus mit der Sättigungsmessung? Also die Sättigung bei einem Neugeborenen darf sich auch so in den ersten 10 Minuten erstmal einpendeln. Die darf durchaus unmittelbar nach der Geburt mal bei 60 sein und so nach 10 Minuten in etwa sollte sie dann einen Wert von um die 90% erreicht haben. Aber das ist jetzt kein Grund zur Sorge, dass die am Anfang unmittelbar nach der Geburt noch niedriger ist. Okay, das heißt, da auch wieder wichtigster Vitalparameter, Auskultation, bradykardisches Kind, ziemlich sicher hypoxisch. Und dann geht's los, aber tachykardisches Kind und dann Sättigung 60, alles in Ordnung, kurz mal abwarten und entspannen. Genau. Generell aber, wenn wir uns jetzt schon mal dafür entschieden haben, dass dieses Kind wohl ein bisschen Unterstützung braucht, dann sollte das auch der Zeitpunkt sein, an dem wir vielleicht noch mal über weitere Ressourcen nachdenken. Ob das ein zweiter RTW ist, der irgendwo einen Pädiater aufnehmen kann, ob es einen Babynotarzt in der Gegend gibt, dann natürlich gerne dran denken.
was auch immer ihr da für Ressourcen habt, aber der Zeitpunkt, wo ich feststelle, das ist jetzt kein komplett vitales Neugeborenes und kann jetzt mit der Mutter kuscheln und alles ist gut, das sollte der Zeitpunkt sein, sich frühzeitig Hilfe zu holen, weil das nimmt ja in der Regel auch ein bisschen Zeit in Anspruch und da sollte man einfach der Lage etwas voraus sein. Ich glaube, das ist insgesamt sowieso mal ganz spannend, auch für die Leute, weil mir das auch lange gar nicht bewusst war, bevor wir uns mal darüber unterhalten haben, wie das mit eurem Baby NRW funktioniert. Also, wenn ich euch jetzt nachfordere und dann sage, Leitstelle, schickt bitte den Baby NRW, kommt dann immer ein, wer kommt dann mit und wie muss man richtig nachfordern? Also primär sind wir auf der Wache mal besetzt, ganz normal wie ein Rettungswagen, das heißt mit mindestens einem Notfallsanitäter plus Fahrer, die entsprechend geschult sind und fahren auch zu einer Hausgeburt, die jetzt primär mal nicht als kritisch gemeldet ist, wo aber klar ist, das Kind wird wohl kommen und muss dann auch transportiert werden. Da fahren wir erstmal auch alleine hin. Wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir Hilfe oder Unterstützung brauchen, dann nehmen wir einen Pädiater an der Kinderklinik auf und fahren dann mit dem zusammen eben als Babynotarztwagen auch raus. Wenn du jetzt sagst, kritisches Kind, ich brauche definitiv Unterstützung, dann natürlich bitte gerne das auch deutlich formulieren, dass ihr einen Pädiater dazu braucht. Wenn es rein um den Transport geht, dass das Kind sicher und warm im Inkubator transportiert werden soll, das kriegen wir auch gut hin und überwachen das Kind und nehmen natürlich auch nochmal eine Einschätzung, eine Ersteinschätzung vor und holen uns gegebenenfalls Hilfe. Und vergessen nämlich einen Einsatz, wo ich nachgefordert wurde und ihr als Baby NRW ohne Arzt angefordert wurdet und es um eine Zwillingsgeburt mit beiden Kindern in Beckenendlage ging und der Wehenabstand auffällig kurz war. Es ging, wie es meistens so ist, zum Glück alles gut, aber da hätte ich mich darüber gefreut, wenn man primär den Pädiater mitgenommen hätte, weil da war auch ich an meinem Limit. Spannender Fall, auf jeden Fall. Okay. Jetzt haben wir ja eigentlich schon eine ganze Menge von dir gelernt. Also das Allerwichtigste ist, dass da Luft reingeht. Ein Kind sollte niemals schlaff sein. Es sollte auch niemals bradykard sein. Auskultation bzw. Herzfrequenz, wichtigster Vitalparameter in den ersten paar Minuten. Zu zwei Sachen haben wir uns noch nicht geäußert. Die weiß ich aber während meiner Frau als Hebamme ganz, ganz wichtig und sind, glaube ich, auch dir ganz wichtig. Erstens, wie sieht das aus mit dem Abnabeln? Kind kommt jetzt raus, ja. Und schreit nicht, sondern ist schlaff, dann lieber noch ein bisschen dran lassen, weil Nabelschnur, da geht ja Blut durch oder so. Oder wie macht man das am besten? Also, wenn das Kind wirklich schlapp erscheint direkt nach der Entbindung, dann natürlich wirklich zügig abnabeln. Da bitte dran denken, die Nabelschnur nicht unmittelbar am Ansatz abzuschneiden, aber ich glaube, das haben wir alle in der Ausbildung mal gehört. Aber wenn das Kind schlapp ist, zügiges Abnabeln und ab auf unseren Versorgungsplatz, den wir extra dafür vorbereitet haben. Wenn das Kind aber unmittelbar, nachdem es rauskam, schreit und vital wirkt, dann darf es auch gerne für eine Minute noch an der Nabelschnur, so ungefähr, auf den Bauch der Mutter und kann dann abgenabelt werden. Also das muss nicht dann sofort geschehen, wenn das Kind soweit vital ist. Okay, das ist schon mal eine ganz, ganz klare und wichtige Aussage. Und jetzt wäre meine Frage, konstruierter Fall, wir kommen zu einer Hausgeburt, die ist ungeplant. Das heißt, die Frau wollte eigentlich in den Kreißsaal, hat aber den Fortschritt der Geburt etwas unterschätzt. Und das Kind ist jetzt da. Dem Kind geht es jetzt so scheinbar ganz gut. Das schreit zum Glück keine Reanimation. Und die Frau sitzt da allein vor Ort. Und plötzlich ruft irgendeiner in die Runde, ja, dann kann sie auch da bleiben. Wir haben da, glaube ich, beide eine Meinung zu, ob das in Leitlinien drin steht. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Transport, ja, nein. Also eine ungeplante Hausgeburt, die stattgefunden hat, denke ich definitiv Transport in die Klinik. Zum einen das Kind nochmal vernünftig auch von einem Pädiater anschauen lassen zu können, allein schon die Erstuntersuchung. Und ich glaube, das wird auch deiner Frau wahrscheinlich wichtig sein. Wir dürfen die Mutter nicht vergessen. Die Mutter kann in dem Fall auch noch zu einer extrem kritischen Patientin werden und die muss auch vernünftig untersucht werden. Wenn da keine Hebamme vor Ort ist, wird es uns, mir wird es zumindest nicht möglich sein, weiß nicht, wie es dir da geht. Genau. Plazenta beurteilen und so, das ist nicht unser Kerngebiet. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also 100% meine Zustimmung. Erstens, bei einer Geburt muss sogar gesetzlich vorgeschriebene Hebamme vor Ort sein. Bei Notgeburten ist das natürlich nicht möglich und dann
geht das natürlich nicht so in dem Umfang, aber sollte zumindest immer. Und selbst wenn die Hebamme sehr, sehr zügig dann vor Ort kommt. Erstens wissen wir nicht, ob die dafür überhaupt versichert ist, was wir ihr dann als Aufgabe geben würden. Und zweitens, den Schuh sollte sich keiner anziehen. So Patienten sollte man immer erstmal in eine Klinik bringen. Die würde ich niemals auf meine Verantwortung vor Ort belassen. Ganz egal, was die Familie sagt. Natürlich auf eigene Verantwortung kann man die Leute nicht daran hindern, aber zumindest würde ich viel Überzeugungsarbeit da investieren, die Leute mitzunehmen. Was anderes ist es bei der geplanten Hausgeburt, wo man vielleicht irgendwie zufällig dazu gerufen wird. Also wenn jetzt da wirklich die Hebamme vor Ort ist, das ist alles vollkommen schick über die Bühne gegangen und irgendein Nachbar hat vielleicht besorgt den Rettungsdienst gerufen. Das kommt aber nicht vor. Normalerweise werden wir zu geplanten Hausgeburten ja immer nur dann gerufen, wenn irgendetwas schief geht. Und auch dann sollte man danach eigentlich immer einen Transport in die Klinik empfehlen. Also ich würde persönlich als Notarzt nie etwas anderes empfehlen, weil ich mir den Schuh nicht anziehen würde. Punkt. Genau. Damit haben wir eigentlich ein sehr, sehr schönes, klares Statement. Okay, Silja, bevor wir jetzt zu den abgefahreneren Sachen kommen, würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Das war's mit den Basics. Und wenn ihr das immer wieder vergesst, so wie es mir geht, dann habt ihr nämlich jetzt ein Video, wo man die Basics immer wieder einfach sich kurz anschauen kann und dann, wenn ihr die beachtet, dann habt ihr schon mal das Allermeiste für das Kind getan, um es zu retten. Und dann würde ich sagen, geht es gleich weiter in Teil 2 mit den etwas advancederen Dingen. Ganz genau. Tipptopp. Bis dann.